Da ist zum Beispiel so ein Olivenbäumchen im kleinen Topf, sogar mit Früchten dran. Genauso pflegend wie die großen Olivenbäumchen, also im Sommer viel gießen, volle Sonne, im Winter ja nicht zu viel gießen. Und wenn dann diese Früchte reif werden, also wenn sie dunkel werden, dann kann man sie tatsächlich verwenden. Allerdings aufpassen, man muss sie einige Tage lang in Salzlake liegen lassen, sonst schmecken Oliven bitter. Ganz und gar nicht bitter sind die Orangen, die Zitronen oder hier die Mandarinen. Eine wunderbare Kübelpflanze, die auch auf kleinen Balkonen Platz findet. Auch hier wieder ganz, ganz wichtig. Im Sommer volle Sonne, viel Dünger, ausreichend gießen. Im Winter kühl, hell und ja nicht zu viel gießen. Und da gibt es eine unendliche Auswahl. Am robustesten sind die Orangen und die Zitronen, aber auch diese hier. Das ist eine Kinotto. Hier ist die Frucht zwar auch interessant, aber noch viel, viel wichtiger bei dieser Pflanze ist die Blüte. Wenn sich die Blüten öffnen, dann verströmt sie einen Duft, der betörend ist. Wirklich, ganze Balkone und Terrassen hüllt diese Pflanze in eine Duftwolke. Viel, viel mehr als Orangen und Zitronen, die auch schon gut riechen. Von der Pflege her ist sie ähnlich wie alle Orangen und Zitronen. Im Sommer volle Sonne, Dünger und im Winter kühl und hell. Anders bei dieser Pflanze. Sie gehört zu den Zitronat-Zitronen, also das sind jene Pflanzen, die eine ganz dicke Schale haben. Zitronat kennt man aus der Küche, genau das wird aus diesen Zitronen gefertigt. Und diese ist eine spezielle Form, nennt sich nämlich Buddhas Hand. Man sieht hier diese fingerförmigen Fruchtteile. Ganz wichtig bei dieser Pflanze, im Sommer natürlich volle Sonne, auch hier wieder viel düngen, viel gießen mit biologischem Dünger, mindestens einmal pro Woche. Im Winter dann bei 15 Grad zum Beispiel an einem sonnigen Fenster aufgestellt, wird sich diese Zitronat-Zitrone wohlfühlen. Und dann beginnt sie wieder zu blühen und dann geht man mit einem Pinsel von Blüte zu Blüte, befruchtet sie und dann kommen diese gewaltigen Früchte, die ein Blickpunkt auf Balkon und Terrasse sind. Bella Flora, die grünen Ohren.